Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part sind wir der wilden Jagd gefolgt und ja, die haben hier alles in Eis verzaubert. Aber wir sind durchgekommen, Gott sei Dank. Und jetzt können wir endlich zusammen mit der guten Kira weitergehen und hoffentlich mal die wilde Jagd stellen. Ist hier sonst irgendwas? Kisten, da ist. Oh, da sind gute Sachen drin. Ich brauche nämlich jetzt alles, was ich irgendwie finden kann. Vor allem Essen und sowas, deswegen schnapp's nicht. Ich brauche eher Essen. Okay, Kira. Machen wir das. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Da waren die viele Dämpfe drin. Ja. Ja, ich erinnere mich. Alright. Soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommen hier. Ich erinnere mich nämlich noch das letzte Mal, als ich gegen ihn gekämpft habe. Wisst ihr, wie das ausgegangen ist? Ich hatte kein Essen mehr und habe mich nicht getraut, ihn anzugreifen und habe die ganze Zeit Kira draufhauen lassen. Auch jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Denn ich weiß, der war nicht allzu schwer. Aber ich sollte... Der war nicht allzu schwer, sagte er und nahm Schaden. Fuck. Okay, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr aufpassen. Bitte. Das war einmal zu viel. Das war einmal zu viel. Bisschen Schiss, ey. Ich meine, mir kann nicht viel passieren, aber... Ja, komm. Ah, scheiße, der war gerade im Taumeln. Ja, jetzt. Jetzt ist er am Taumeln. Geralt, sieh nur. Er öffnet eine Passage. Bleib ruhig. Konzentrier dich. Ja, er hat sich wieder gehauen. Ach komm, ich hab doch gar nicht gegen den gehauen. Mein Gott, ich hau doch gegen den fucking Hund. Oh Gott, Kira. Du bist auch müde. Okay. Mein ganzes Brot schon verbraucht, ey. Ich weiß, der hat sich aber nicht ewig immer wieder geheilt. Außerdem geht er jetzt schneller runter, das weiß ich auch noch. Komm, er taumelt. Kann ich sehen. Er ist zu dunkel.
Das ist ein Insider aus unserer Klasse. Shit! Ich bin zu aggressiv. Ich bin zu aggressiv. Erstmal ein bisschen anbülzen. Alright. Scheiße. Fuck, er hat. Oh nein, er hat geblockt. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Boah. Nochmal anbülzen. Scheiße, der blockt auf einmal. Was ein Assi. Nein! Scheiße, er hat meine Taste nicht angenommen. Komm! Fuck! Nochmal einen Apfelsaft trinken. Apfelsaft stärkt immer. Komm, er hat nicht mehr viel Leben. Ach nein. Als. Ja, der hat sich einfach in mich rein teleportiert. Das ist. Jetzt fällt wieder das Leben. Ob er sich jetzt wieder komplett voll hält. Er hat sich dann wieder komplett vorgehalten. Ich meine, wie gesagt, mir kann es egal sein, weil der verliert dann schneller Leben. Aber ich darf nicht so aggressiv spielen. Aber ich höre halt auch nicht auf mich selber. Ich höre halt nicht auf das, was ich sage. Ey, ich bin halt. So hart bin ich gerade ausgewichen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ah, wir fängt wieder an zu blocken, der Sack. Scheiße, ich wollte ihn gerade anbülzen. Jetzt. Jawohl. Ich sage, der verliert immer viel schneller Leben. Das ist halt wirklich so. Das ist halt ganz gut so. Also er ist jetzt nicht schwer, ich spiele nur gerade nicht gut. Aber immer noch besser, als die ganze Arbeit Kira zu überlassen. Kann ich mal aufhören zu blocken? Das ist ein bisschen lang. Oh, jetzt bin ich in seinen Schlag reingelaufen. Das war natürlich auch sehr schlau von ihm. Yes! So geht das normalerweise in meinem Business. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Ich will mir kurz mal das Schwert angucken, was ich gerade aufgenommen habe. Das ist definitiv besser. Ist aber leider nicht das Schwert, was ich brauche. Also, das ist leider nicht das Schwert, was bei mir kaputt ist. Mich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Alter. Das war nicht einfach. Eine Olive. Mensch. Geil. So, Peter. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren.
wo wir zuletzt zusammen waren. Das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Hexen. Die Hexen von Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Kennst du die? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wo finde ich die? Nee, erstmal, du hast ihn ja erwähnt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Mhm. Woher das wohl kommen mag? Wo finde ich die? Wie finde ich wahrscheinlich sie? Wahrscheinlich Buckelsumpf. Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ciria wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Gut, wenigstens etwas. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Abgewandte Magie, Einführung. Oh, Manuskriptteil. Hm, ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Hier einfach irgendwo was aufsammeln. Das ältere Blut. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Mit Kira will ich nicht reden. Nun? Pfeffer! Yes! So, was haben wir hier noch? Bärenlegende. Okay. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier weitergeht. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Hm.
Danke. Gut. Wenn du in der Luft einen Flimmer bemerkst, geh darauf zu und drücke dann die X. Okay. Easy. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, komm, die hat mir geholfen, ich helfe ihr. Ja, ich helfe. Wunderbar, dann komm. Vella Glas! Dann los. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Oh, Stufe 5. Ja, das freut mich. Da kann ich doch bestimmt hier was machen. Ja, ich komme jetzt. Was ist das hier? Ach, Zeichenintensität. Krafttraining. Was haben wir hier noch so? Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde. Wenn du dich nicht im Kampf. Oh, geil, das will ich haben. Ja. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25%. Ja, nehme ich auch. Easy. Okay. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Versuchen wir das Rätsel zu lösen. Okay, der erste, der sein Feuer entfacht. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Der zweite, der ein Leid spielt. Ich glaube, das ist der erste. So. Der spielt ein Lied. Der ist mit seinem Hund. Der zweite rührt nicht von seiner Seite. Ich muss nur die Reihenfolge raus. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Der dritte trennt sich nicht von seinem Tier. Der vierte hat zwar auch ein Tier, spielt aber ein Spiel. Ja, easy! Mensch. Das wusste ich wirklich nicht mehr. Also nicht denken, oh, du hast das schon mal gemacht, du wolltest das doch eh. Oh. An sich ja, aber ich habe das damals auch oft falsch gemacht. Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Lot die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay?
Gut, verschwinden wir. Was haben wir hier noch? Ach, von hier sind wir gekommen. Ah, Gott. Ich bin Trottel. Such a Trottel. Gehen wir? Ich sehe gerade gar nichts. Ah, doch, jetzt. Gut. Das Auge von Nihalini. Ich sollte es wieder mal eine Illusion. Und dann sind wir draußen. Mensch. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ja klar, ich komme vorbei. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Tschö. Magische Lampe! Abgeschlossen. Nice. 100 Erfahrungspunkte. Ja gut, wir sind ja gerade erst ein Level aufgestiegen. Das dauert wahrscheinlich jetzt so ein bisschen. Eine Einladung von Kira Metz. Okay. Gut. Leute, ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, schaltet da wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.